Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir uns von Roxas verabschiedet, welcher wieder eins mit Sora geworden ist, so wie wir es mitbekommen haben. Und ja, wir haben dafür wieder Sora, Donald und Goofy an unserer Seite, die Heiner, Penz und Toilette besucht haben aus unerfindlichen Gründen. Und wir haben herausgefunden, dass Mickey auf die Suche nach uns ist. Geil, oder? So, ich habe mal kurz in den Start geguckt, um die Werte zu vergleichen. Und Goofy hat mehr Angriffskraft als Sora. Was zum Teufel? So, dafür haben alle gleich viel Abwehrkraft. Und Goofy ist ein Level höher. Wie kann er das wagen? Na, Alter, was ist hier noch neu? Metrisch, bitte. Also, gut. Dann machen wir mal ein Jiminys Tagebuch hinein. Stehen auch nämlich die Schätze. Ho. Wir haben schon zwei von allen. Ho. Ja, Geschichte und so, da mache ich einfach so weg, damit da nicht neu immer steht. Da haben wir alle Charaktere. Ich glaube, die Bilder wurden alle neu gemacht. Also diese Bilder hier, die wurden alle neu gemacht. Im Remix hier. So, hier haben wir alle Charaktere. Kairi, Ansem, Sora, Dora und Goofy. Bei den wichtigen Charakteren. So, was haben wir hier noch? Charaktere, andere. Sehr viel. Jimmy die Grille, Pluto. Ja, noch nichts vorhanden. Was? Niemand. Noch nichts vorhanden. Oh mein Gott. Hintere Gasse, weiter. So ein paar Schätze und so finden. Zum Bahnhof soll man ja, ne? Jetzt da oben. Wir gehen aber erstmal zum Turnierplatz. Hey, you. Where'd you come from? You here to pick a fight with us or something? Fight? We're not here to fight. Okay, smart Alex. Time to teach you how to behave in my town. Bring it. Man, what a jerk. One moment. If you're gonna fight, why not make it a proper struggle? What? You see, Cypher, I'm a really big fan. What do you want? In other words, I want to see more of your super cool moves. You handled the tournament with real style, and you absolutely dominated the title match. But I just can't get enough. Don't you see? The matches are far too short. And what's your name? And we cringy. Sora, if you want to fight a match, you just say the word. Aber irgendwie war ich nicht. Fremdschämend. Okay. Also war. Du sagst mir gerade, ich kann mit dir reden, wenn ich mit jemandem kämpfen will, und dann heißt es nein. Ja, warum kommst du nicht in 10 Jahren nochmal? Versuch es dann, ja. Pff. Super. So viel Trubel für nix. Nein, wir stecken geblieben. Boah, die Wand, die war stärker. So, die Frage ist jetzt: Warum ist denn irgendwo ein Skateboard? Kann Sora nicht skateboarden? Was soll das? So. Zack. High Potion. Kann ich da zum Wald zurückgehen? Da sind auch noch Sachen dabei, sich. So bewegt sich viel cooler jetzt in dem Spiel. Hallo, Bibi. Oder? Also, guck mal, wie er so mit dem Schwert läuft. So. Ich will morden. Ich will töten. Wenn er nicht im Kampf ist, läuft er so mit dem Schwert rum. Sieht doch viel cooler aus als in Kingdom Hearts 1. Wo er irgendwie so ein bisschen wie Roxas gelaufen ist. Also Roxas ist so ein bisschen mit Kingdom Hearts 1 Sora gelaufen. Aber jetzt bewegt sich Sora viel cooler. Ha. Das war noch nicht alles. Zuerst mal einen Kampf hier haben. Dann sieht man erst alles.
Ja, ist ja irgendwo ein Skateboard, bitte. Ich möchte mich schneller bewegen. Das dauert ein bisschen zu lang. Ich mal mein Altruhen schon mal abgreifen kann. Aber ich werde so schnell wie möglich erstmal alle hier einsammeln. Kann ja schön abgleichen hier mit den Dingen auf der Karte. In Geminis Tagebuch. Von wir bewegen uns so langsam, ne? Das ist nicht direkt ein Spoiler, aber das wird sich ändern. Also wenn wir im Spiel schon ein bisschen weiter sind, dann können wir uns verdammt schnell bewegen. Werd bald sehen, was ich meine. Also nicht bald, aber sehr bald. So. Dun, dun, dun. Buff. Vitamin. Das können wir so einer nächstgelegenen Situation geben. Die ganzen Sachen, Abilitamin und so, Kraftbolzen und Schutzengel sind ja auch wieder im Spiel dabei. Und nur Sora sollte man die Dinger geben. Nur. Aber ich glaube, ich habe Kingdom Hearts 1 auch schon gemacht, ne? Also ja. Nur Sora die ganzen Sachen geben. Muss Goofy schon wieder. Muss schon sagen, steckt ja schon wieder irgendwo fest. Ja, hier haben wir, glaube ich, alles, ne? Ich dann gehen wir mal später gehen. So, da war nichts mehr, da war nichts mehr. Guck mal, Schätze an. Drei Stück noch. Wenn die jetzt alle sind, ja alle so nach der Reihenfolge der Orte, glaube ich, sortiert. Müssen die letzten drei da sein. Ich glaube, ich habe die schon gesehen in der Cutscene. Als Mickey aus dem Zug gestiegen ist, auf dem Bahnhof. Im Bahnhof. Hi, die kennen wir doch. Also wir. Aber nicht so. Ah, du halt Goofy, oder? Kenne ich nicht. Egal. War ich platt. So was Gedanken kurz zusammengefasst. So. Ich kenne da so eine ganz gute Strategie. Zweimal schlagen und hey, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum klappt die Strategie nicht? Aber ich kann mir, glaube ich, schon vorstellen, warum. So, du hast der AP, obwohl er nichts anderes hat. Okay, ich weiß, warum noch nicht warum keine Situationskommandos kommen. In Hosen ist es ein bisschen zu eng, sich zu bewegen, habe ich das Gefühl. Über Kraft und AP. Hab ich jetzt, glaube ich, mit jedem Level ab. Abwehrkampf bekommen, oder? Ziehen wir wenig. Das Schwert im ersten Spieldurchlauf genommen habe, meine ich, dass ich viel mehr Schaden gemacht habe, was irgendwie Sinn macht, ne? Jetzt lässt aber auch keine AP holen, verdammt. Geh weg! Euch alle platt, hallo. Bin habe ein Jahr lang ausgeschlafen. Denkt ihr, ich hau gibt so schnell nach? Jetzt gehen wir noch ein Level ab, hallo. Au. Mehr. Nein, ich wollte es noch kaputt hauen, hallo. Ja, er macht schon schlapp, war klar, ne? Aber ich mach mal weiter. Oder auch nicht. Mickey tut dir weh. Schau stehen, indem er alles badass kaputt haut.
You gotta board the train and leave town. The train knows the way. Here. Okay. The king? Was that really him? It could have been. Yep, I know it was. The king was locked in the realm of darkness, right? Hatte da so beschissene Klamotten an. We just saw him. Er hatte nur eine Hose an. That means Riku's here. He's gotta be. Well, I'm gonna go look for Riku. Then he and I can go back to the islands together. Kairi's there waiting for us. What are you two gonna do? Worse, Sora. Do you have to ask? Hey, what's so funny? Your face. What do you say, guys? Let's stick together for one more journey. To where again? We have to board the train. Oh, yeah. Come on. Ich glaube, dort hat jetzt schon die Schnauze voll. So. Das war ein wunderschöner Kristall. Oh. Können wir schon. Geheimer Anzimmericht 2. Sehr cool. Muss aber noch nicht. Noch nicht. Falls überhaupt. Ich glaube, die habe ich gar nicht im ersten Part gelesen, ne? Wait up. Hey, Sora? What? Nothing, but... We came to see you off. It just seemed like something we ought to do. Oh, really? Thanks. You should hurry and get your tickets. Right. Warten wir, ob Kingdom Hearts 3 in Deutsch sein wird. Deutscher Sprachausgabe. Ich bezweifle es irgendwie, aber cool wäre es trotzdem. They're the same. Yeah. Three tickets, please. I can't help feeling like we won't see this town again. Why not? You're thinking too much. Yeah, you're right. War uns nicht verrückt, Sora. So, drei Truhen gibt es noch zu finden. Da ist schon mal eine und da ist noch eine. Muss die andere auf der anderen Seite sein. Logische Schlussfolgerung, oder? Ich wollte diesen einen Herz Gegner erledigen. Sind keine Erzogen gewesen, nein. Erste, dritte, ja. Man scheint da. Das ist nicht der richtige Zug. Das ist nicht der richtige Zug. Ich bin noch gar nicht da rein. Super, was machst du denn da? Okay, jetzt haben wir hier alles. Gut, war. Gut. Es war wegen eures Beutels. Ach, nicht so wichtig. Wir suchen uns bald wieder, ja? Wir finden uns an unserem Treffpunkt. Seltsam, wir hatten plötzlich das Gefühl, wir müssten euch unbedingt verabschieden. Es passt, als wenn wir jetzt jemanden auf Wiedersehen sagen, den wir gerade erst nach langer Zeit einmal gesehen haben. Nein, am Rotown auf, okay. Tut mir leid, dass ich vorhin so abweisen war. Mich hat die ganze Zeit etwas beschäftigt. Wir sehen uns vielleicht für eine Weile nicht. Passt gut auf euch auf, ja? So, Goofy, super, unser Abenteuer kann beginnen. Wenn du noch was erledigen willst, dazu jetzt die letzte Gelegenheit, als ob wir irgendwas machen können. Es wird eine lange Reise, die bereits dich besser gut vor. Mit was denn? Aber Wort, ja, Zugführer Donald. Okay, let's go. Bye. Hey, Sora, you sure we haven't met before?
positive. Why do you ask? I don't know. Together. Right. See ya. Man fragt, dass dieser Zug so komisch aussieht. Okay. Oder auch nicht, weil wir jetzt im Weltraum sind. Ja, das ist der Weltraum. Kein Wiedersehen mit den dreien anscheinend. Oh, verdammt! Ich hab nicht gedacht, die Fahrkarte bis da hinten geht. Ah. Tut mir leid, dass ich die Szene so ruiniere. Guess that's that. Let's go. Go where? It's not like we have homes to return to. We don't exist, remember? Yes, it's true. We may not have homes. But there is some place I want to go. And someone I want to see. Same here. So, you think you might let us go? I know you're here to get rid of us, but... Diz wants to get rid of me? Go. You sure about this? I owe you both. For what? Castle Oblivion. You helped us. You don't have to tell me twice. Thank you. Das war aber nett von Anselm. Genauso wie wir ihn alle kennen, ne? Our ride. Und weg ist er. Erstmal legen wir ein Geld an, warten auf, bis sich erhöht. Und es ist weg. Okay. Da schnüffelt jemand vor dem Turm herum.
Wir sind in den Zug gestiegen und hergekommen, wie der König es gesagt hat. Wir haben uns zu zettern an diesem Ort. Wo sind wir, Herr Blaus? Jemand ist am Eingang des Gebäudes. Abenteuerregel 17, Informationen sammeln. Okay. Was sind die ersten 16 Abenteuerregeln? Profi, hallo? Wo kann ich die finden? Würde mich schon interessieren. Ja, ist hinter dir, kann ich noch nicht sehen. Okay. Pff. What's going on? I sent some of my lackeys inside to see if the master of this here tower's as big and tough as they say. Word is, he's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a heartless, he'll do as I say. A heartless? That's right. They're those things that come out of the darkness in folks' hearts. Why, with all those heartless at her side, my dear friend Maleficent is gonna conquer everything. And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of Heartless, special for her. Oh, why am I talking to you pipsqueaks anyway? Go on, Scram, I'm behind schedule as it is. You ought to find something nicer to do. Oh, says who? Huh? Oh, it's you! Pete? Carlo? What are you two Nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages. His Majesty banished him to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. You want to know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. And now your world, no, all the worlds are gonna belong to yours truly. Cause Maleficent's gonna help me conquer them. Maleficent, huh? Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it. Well, we might have had something to do with it. Heartless Squad, round up! Oh, schickt ja die kleinen Schattenlurche auf uns. Weil das Spiel könnte sehr viel schneller für die Bösewichter zu Ende gehen, wenn die ganz starken Herzlosen auf uns schicken. Aber nein. Schicken jetzt die kleinen Viecher auf uns. Auf, au. Und jetzt war man, zieht ja so viel ab. Alter, ich habe den Schild genommen. Ich habe diesen blöden Knüppel genommen mit dem Schild. Ich komme fast jeden Level ab hier abwehrkraft und ich krieg trotzdem so viel auf die Fresse. Schadensmäßig. Da verstehe ich irgendwie nicht. You just wait. Nobody, and I do mean nobody, messes with the mighty Pete. So mighty Pete. Who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Of course, he's probably a heartless by now. Master Yen Sid lives here? Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. No. Einfach alles kalt ignoriert. Aber da ist ein Speicherpunkt, den ich gesucht habe. Kann ich raus? Nein. Zack. Da sollten wir nicht so lange Carlo dort ist. Das heißt Pete. Warum heißt der Pete? Warum wurde dem seinen Namen nicht im Deutschen übernommen? Keine Ahnung. So. Wir werden dann aber hier erstmal speichern und den Part beenden. Wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst ein Abo, Kommentar, ein Like, Dislike, was auch immer. Mit Begründung. Und ja, ich bedanke mich dann als fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Man sieht sich.
Arrivederci.